Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Ich bin im Aufzug vom Institut auf dem Weg zum Relay, wo ich mich wegbeamen kann Richtung Mars Fusion Building. Da soll ich für das Institut einen Beryllium Agitator holen, der den Reaktor vom Institut auf Jahrhunderte, also der einen neuen Reaktor vom Institut für Jahrhunderte mit Strom versorgen wird. Und das ist der Scheideweg zwischen Bruderschaft und Institut. Also wenn wir uns über das Institut zum Mars Fusion Building begeben, holen wir für das Institut den Beryllium Agitator. Wenn wir es der Bruderschaft mitteilen, würden wir das für die Bruderschaft tun. Und wenn ich jetzt hier reingehe, werde ich auch gewarnt, ich werde ein permanenter Feind der Bruderschaft. Ich werde die Siedlung am Boston Airport verlieren. Ich werde die Quests, die ich noch habe, werden fehlschlagen. Die Bruderschaft wird mich auf Sicht angreifen. Und so präsent wie die sind, ist das lustig. Hoffe ich zumindest, dass das lustig ist. So, ich hoffe, das Beamen schlägt nicht fehl. Das Spiel ist letztes Mal abgestürzt. Aber das werdet ihr dann nicht mitbekommen. Sieht aber gut aus. Ja, da sind wir. Super. Wird immer unstabiler, das Spiel. So, auf dem Fußboden. Ich habe ja die Frau abgelehnt. Die Ellie Fillmore, habe ich gesagt, dass sie nur mich aufhalten würde. Was auch völlig wahr ist. Als Bruderschaftsmitglied fängt man von unten an. Oh, wenn ich hier Power Armor dabei hätte, könnte ich mich jetzt runterwerfen. Ja, da sind all die Quests, die fehlschlagen. Oh, hallo. Du bist ein Bruderschaftsmensch. Oh Gott, ich hätte mal eine Waffe mitnehmen sollen, die sich mit Power Armor auseinandersetzt. Okay. Was war das? Make it. Something's out there. Ich habe noch nie Bruderschaftsleute erschossen. Das ist echt völlig neu. Das ist total geil. Also, ja. Ich habe total Spaß. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie gut Power Armor ist. Ich hab mal gegen den einen oder anderen Raider in Power Armor gekämpft. Das werden wir jetzt alles herausfinden. Aber meine Waffen sind ja sehr gut. Wenn ich überlege, Aspirant, also der Hoffnungsvolle, der will ein Mitglied werden, der kann ja keine gute Rüstung anhaben. Ist schon komisch. Unsere Auszubildenden in der echten Welt, die schützen wir ganz besonders. Oh, hi. Hier nicht so sehr. Wo? Okay. Ihr seid auf jeden Fall besser als ich. Das muss ich euch lassen. Ihr habt mehr Wahrnehmung. Thema Wahrnehmung. Ich bin ja auf allen Arten von Drogen und ich habe auch alle Arten von Essen gegessen, die ich so habe. Aber ich bin wirklich noch nicht auf allen Arten von Drogen. Ich habe hier das mysteriöse Serum noch vom letzten Mal, deswegen haben wir auch nicht geschlafen. Seit letztem Mal, ich habe Psycho-Buff. Und ich werde jetzt noch was drauflegen. Nämlich mindestens hier Mantis Orange. 5 Perception und plus 10% Wets Accuracy. Das ist eine seltene Ressource, aber die ist hier absolut wert, genommen zu werden. 5 Perception steigert auch nochmal die Wets. Ja, jetzt habe ich hier echt gute Wets-Chancen. Ja, ich weiß gar nicht, wo ihr alle herkommt. Werdet ihr hier abgelassen von irgendwas? Von irgendeinem Vertibird? Ich nehme auch mal die Holotags mit. Da kann ich dann am Ende nachweisen, wie viele Bruderschaftsschweine ich erschossen habe. Das fühlt sich so falsch an. Ja. Was mache ich eigentlich hier? Ach, das sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Mars Fusion Executive Lab Password und eine Executive ID. Die kann ich gebrauchen. Schön. Ich weiß zwar nicht, wofür genau, aber wahrscheinlich, um den Beryllium Agitator zu holen. Ich bin jetzt hier im Executive Office, wenn ich das richtig sehe. Okay, ja, gucken wir mal. Hier haben wir Personal Intra-E-Mails und zwar von alt nach neu. Okay, fangen wir mit der ältesten an. Oh, super. As per your instructions, the Beryllium Agitator has been installed in our primary reactor on sublevel 01. Also im Keller. I've also increased security on all the key readers in the building, so you'll need your executive keycard handy if you want to use any of the elevators. I'd like to go on official record that I am opposed to accelerating the project's schedule. I find it disturbing that current events, e.g. global unrest, hasn't had an effect on your decision.
While I realize your recent contact with the US military may be making it difficult to follow a rational course of action, I strongly urge you to reconsider. I thought this is exactly why you left Poseidon, Carl. Hätte ich meine Power Armor mitgenommen, könnte ich mich den ganzen Weg zum Sublevel 1 runterwerfen. I've been monitoring the reactor for weeks now, and the beryllium agitator is running at peak efficiency. In fact, I've only detected an EM spectrum decay of less than 0.001%. If you were hoping for a stable plasma reaction, it looks like you found it. Congratulations. Perhaps you and the military should open a bottle of champagne together. Battle haben wir aber gleich. Also es ist eine sehr stabile Langzeitstromversorgung. Das Institut hat das gut durchdacht. As of this morning, Dr. Neil Chandridge was escorted from the building and his contract with Mars Fusion has been terminated. His terminal's memory has been wiped and all of his research transferred to our mainframe. Dr. Chandridge has been made aware that any attempt to seek employment at a rival nuclear power company will result in a lawsuit. As per his contract, his pension and benefits are now frozen. If there's anything else you need from HR, please let me know. Was hat er denn gemacht, der Dr. Noel? All employees are invited to the 2077 holiday celebration. We'll be holding the festivities on the roof of our main headquarters this year, so you'll be able to dine with a loved one while overlooking our beautiful city. A full bar and live music will be on hand, as well as a special fireworks display at 10 p.m. Hope to see you there. Ja, hoffentlich war das auch eine offene Bar. Ist das das Datum des Untergangs? Ich vermute immer, dass es das Datum des Untergangs ist. Oh, ja, das hören wir uns an. Calm down, Noel. You knew that this was coming. I don't understand why you're acting this way. Don't tell me to calm down, Carl. When we started designing the beryllium agitator, you said it would be for the benefit of mankind. Instead, I find out that you have been planning on turning it over to the military all along. You lied to me. Don't give me that high and mighty attitude. Have you picked up a newspaper lately? There's a war going on out there, Doctor. And if our side's going to win, it needs all the help it can get. I can't believe what I'm hearing. Since when did science start taking sides? What did they promise you, Carl? Money? Political favors? A goddamn medal? That's enough! Okay, da wissen wir, was er gemacht hat. When the testing cycle is completed, I'm crating up the agitator and sending it off to Washington. Now, you have two choices. Either you can get back to work, or you can get the hell out of my building. Ist das da Diamond City, das da so krass leuchtet? Okay, also das war jemand, der Bedenken hatte, dass das Militär das Projekt jetzt übernommen hat oder dass das Projekt an das Militär verkauft werden sollte. Was eigentlich nicht der Plan war. Gut, Krieg. Krieg ändert die Prioritäten oder drohender Krieg. Ich kann ihm das nicht mal verdenken, dass er dann gesagt hat, okay, wir unterstützen die Seite, die zumindest von der Idee her unsere Bürger und unsere Mitarbeiter und unsere Kollegen und halt alle, die wir kennen, schützt. Auch wenn wir damit vielleicht den Krieg schlimmer machen. Oder zumindest tödlicher. Area sweep, now. Genau, Area clear und so. Da oben steht noch jemand. Ich hasse diese Aufzuglevel, das erinnert mich so an Streets of Rage. Aha, hinüber. Ihr könnt mir auch gerne... Ja, ihr lauft eigentlich nur vor mir weg hier, oder? Das war ein guter Shot, also eine gute Einstellung. Von der Kamera. Ja, du weißt auch nicht, wo ich bin, hä? Dabei sitze ich in diesem gut beleuchtenden Anzug in meinen Ausklegklamotten. Ja, Scribes sind kein Problem. Scribes halten ja nichts aus. Okay, da schieße ich zu sehr gegen die Wand. Jetzt. Wo sind die Leute mit Gatling-Laser? Make me come find you. Wo? Ah, da ist einer. Hallo. Du siehst ziemlich
friedlich aus. Oh, da war noch einer. Search the area. Ja, search the area. Viel Glück. Na? Ja. Okidoki. Die Waffe kann ich wahrscheinlich sogar aufheben. Nein, 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 mach das nicht. Oh, jetzt müsst ihr mich... Zuerst auf dich. Dann auf dich. Und dann kommen wir zu dir. Komm. Da hat die Reling dich genau geschützt. Das kann doch nicht sein. Ja, hinüber. Dann ist der da oben noch da. Okay, habe ich doch einen Schuss weniger benutzt, als ich gedacht hätte. Bis jetzt seid ihr keine großen Hindernisse, Bruderschaftsleute. Aber gut. Red. Ach, Reds. Wieso habe ich... Ich bin echt ein bisschen hier reingestolpert, ohne drüber nachzudenken. Ich hätte doch eine Power Armor mitnehmen sollen. Weil hier sind auch Reds im Keller. Klar, nuklearer Reaktor. Was habe ich erwartet, nicht? Aber naja. Deswegen ist es eine schlechte Entscheidung, mich zum Direktor des Instituts zu machen. Ich denke einfach zu wenig voraus. Ich hab halt Glück, dass ich gut im Leute umbringen bin. So, was sind das hier für Wege? Wo führt das alles hin? Zu einem Product Development Terminal. Und da geht es nochmal hoch. Ah. Könnte ich jetzt hier zumindest ein bisschen die Leute looten. Okay. Ob sich das lohnt, weiß ich jetzt aber nicht. Ich wollte ja eigentlich alle Holotecs aufheben. Ich erkenne da schon einen Fehler in diesem Plan. Ich müsste dann ja jetzt den ganzen Wege her wieder hochgehen. Was, glaube ich, auch geht. Weil irgendwie muss man ja... ganz viele Decals. Irgendwie muss man ja hochkommen. Aha. Also ich musste hier hoch. Okay, super. Optional. Ach, dann jetzt kann ich weiter mit dem Aufzug fahren, oder wie? Und sonst hätte ich jetzt den Weg nach unten nehmen müssen. Das Ding ist das radioaktive Ding. Gut, gucken wir uns das Terminal hier an. Ah, ich hoffe, ich werde nicht zu sehr verstrahlt. Hier ist auch der Chandridge drin. Also, Chandridge hat's geschrieben. Kathy, I just wanted to let you know that your work on the Agitator has been invaluable. The shielding has always been a problem, but the use of graphene in the alloy was a stroke of genius. I just wanted to let you know that I'll be recommending you for a promotion this year. Good work. Kathy, would it be possible to get a full sheet of your composite alloy within the next week? Carl's pressuring me to get the beryllium agitator online by the end of the month, or heads are going to roll. If you run into any problems, let me know. You're a miracle worker, Kathy. The graphene composite shielding was the last compound holding us back from getting the agitator online, and you got it done in less than a week. I don't know how I could have done this without you. Another job well done. Keep this up and you'll be a development lead in no time. Prophetische Aussage. Mit so kompetenten Leuten unter dir braucht man dich gar nicht mehr. Das wird sich auch dein Chef gedacht haben. Ja, immer Inselwissen besitzen. Eine ganz schlechte Strategie eigentlich. Ja. Das sollte man nicht machen. War nicht eigentlich oben hier in diesem Mars Fusion Building der Strength Bobblehead? Habe ich den jetzt vergessen? Oder haben wir den schon eingesammelt? Ah, ich kann mich da immer noch so schlecht dran erinnern. An so Dinge. Der müsste ja dann hier bei den Bobbleheads irgendwo sein. Nee, den haben wir noch nicht. Den haben wir noch nicht. Also ich glaube, entweder bin ich noch zu hoch. Ah, ich bin noch zu hoch, oder? Da unten steht er nämlich. Das ist er. Das ist der Strength Bobblehead. Dann will ich, glaube ich, nicht den Aufzug nehmen. Nee, wir gehen hier Stück für Stück. Ich bin ein schleichender Charakter. Diese Aufzuggefechte gefallen mir nicht. Die sind stinkelangweilig. Oder zu schwer, je nachdem, wie man das, was halt passiert. Es gab hier doch irgendwo einen Weg hinabzusteigen. Ich werde den auch sicherlich wiederfinden. Ah, hier.
Weil dann steigen wir einfach hier den Weg hinab. Uiuiui. Nicht explodieren. Dann komme ich auch am Strength Bobblehead garantiert da vorbei, jetzt, wenn ich den ganzen Weg mit dem Aufzug fahre. No. No. Oh. Tja, 10 XP, da ist noch einer. Okay. Ah, du triffst mich nicht. Ich weiß auch gar nicht. Ich kann hier runterhüpfen. Oh, du hast mich gesehen. Das ist beeindruckend. Ich sehe nämlich hier nichts. Okidoki. Ja, so kann ich looten. Und wir treten der Bruderschaft ein bisschen offener gegenüber. Ein bisschen härter. So, hier war ein Gunner drin. Die Bruderschaft mag Gunner nicht. Die Mini-Nuke nehme ich mal mit. Wir lernen ja gerade Heavy Weapons. Das heißt, ja, da will ich hin. Das heißt, ihr müsst hier nicht ein Gunner-Captain mit Power Armor irgendwo rumlaufen? Ja, wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Das heißt, Mini-Nukes könnten interessant werden. Zumindest mal für ausgewählte Momente. Na komm. Nice. Ja, plus 1 Stärke. Also sammeln wir ein paar Mini-Nukes. Ja. Das ist jetzt Munition, die interessant ist. Okay, noch ein Gunner. Was sind denn das hier für Türen? Zum Balkon. Okay, gehen wir mal zum Balkon. Ich hätte vielleicht das Licht vorher ausmachen sollen. Aber das sehen wir gleich, wenn da der schwer bewaffnete Bruderschaftssoldat mit der Minigun mir gegenübersteht. Oder auch nicht. Es ist morgen. Das ist natürlich besonders gut. Ich sehe auch keinen Vertibird oder sowas. Okay. Wieder zurück nach drinnen. Gehen wir einen Schritt tiefer. Arbeiten wir uns systematisch von oben nach unten. Ja, auch hier werde ich den Aufzug ignorieren. Ich meine, da ist ein Aufzug, aber es gibt hier auch Löcher im Fußboden. Die finde ich persönlich viel interessanter. Gut, hier verstecken sich keine Bruderschaftssoldaten drin. Ganz an dem Punkt sind wir noch nicht, dass die sich vor mir verstecken. What was that? Nichts. Ein Ritter. Ein Ritter, ein Ritter, ein Ritter. Irgendwo hier ist ein Ritter. Oh ja. Sworn. Genau. Du nimmst, glaube ich, auch gerade eine Waffe in die Hand. Aber das ist zu spät. Na, hat mich jemand gesehen? Hat jemand eine Idee, wo ich bin? Ja, hast du. Aber ich bin schneller gewesen. Ha, super. Oh, all diese Schritte, die ich höre. Na, all diese tollen Sachen, die hier sind. Na komm, du bist ein Gunner, du bist ein Bruderschaftsmensch. Ja, oh ja. Da habt ihr euch all die Arbeit gemacht, die Gunner hier umgebracht und jetzt komme ich und bringe euch um. Okay, das war ein Geräusch. Ja, das war ein Geräusch, genau. Ich denke, ich höre jemanden mit... Oh ja, hier brauche ich auf jeden Fall Licht. Mit Power Armor, oder? Ah, hier komme ich nicht weiter. Schade. Dann doch hier raus. Oh, es ist gerade auch so still. False alarm, I guess. Genau, genau. Ach, jetzt bin ich auf der anderen Seite von den Toten. Ah, und hier sind die nächsten Leute. Ihr wart also ganz nah. So nah und doch so fern. Hier geht's hoch, okay. Ist interessant, wie es immer wieder hoch und runter geht. Also hier hätte ich auch runtergehen können. Ah, jetzt sehe ich. Ich hätte nicht unbedingt fallen müssen. Ich hätte mich hier runter arbeiten können. Und dann hier runter. Und da geht's zum Klo, wo ich nicht rauskomme.
Also muss es irgendwo hier weitergehen, oder? Ja, hier ist ein weiteres Loch im Fußboden. Hier ist aber auch nochmal ein Terminal, ein Records-Terminal. Weitere E-Mails. Jenny, have you given any thought to my proposal? You haven't said anything to me in over a week, and now I'm afraid I've scared you away. I'll wait for you in the cafeteria after work if you want to meet. Jenny Berlin. Aha. Die Jennifer. It's been weeks now, and you keep avoiding me. Why? What have I done wrong? Why are you tormenting me like this? You keep saying you have plenty of time to decide, but I feel like our time is running out. Please, Jenny, I need an answer. Schon ein bisschen creepy. Jenny, I'm sick and tired of all this waiting. I have plenty of others lining up to take your place, you know. The fact that you keep leading me on only makes me think you're beginning to enjoy watching me get upset. Well, guess what? If you don't let me know soon, I'm moving on to someone else. Ich dachte, er droht, dass er upset wird. Das wäre maximal creepy. I've been a fool, Jenny. An impatient, impolite fool. I've been bothering you for months about my proposal, when I should have simply waited for your answer. I've made all sorts of false accusations and assumptions. For that, I'm sorry. Take as long as you want, Jenny. Maybe after the holidays you can give me your answer. For now, let's just remain friends and not let anything else come between us. Okay. Du bist ein bisschen stramm gewickelt, würde ich. Also, ja. Ich glaube, stramm gewickelt trifft es ganz gut. Technisches Dokument, was ich nirgendwo mehr abgeben kann. Missiles. Nein, 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 nein. Nehm keine Missiles mit. Wobei das auch Heavy Weapons sind. Also es ist tatsächlich eine Möglichkeit. Es ist alles so still. Aha. Na komm. Crit. Da kommt der nächste. Ich hoffe, ich treffe ich. Tja, ja. Der unsichtbare Tod ist gekommen, euch zu holen. Er schießt euch ins linke Bein, was daraufhin wegexplodiert. Medizinischer Fachbegriff. Nein, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich dich gefunden habe. Ah, oh, so schön stealthy. Also Stealth macht echt Spaß in dem Spiel. So, du darfst den Kopf nicht verlieren. Gut gemacht. Oh, da ist ein Toy Truck dabei. Hast du auch ein Kind oder was? Das ist ganz schlimm. So, hier liegen wieder Gunner. An den Sandsäcken hängen geblieben. Ja, tu ich doch. Ich renn doch hier rum. Und suche nach Leuten. Na, guck mal, da ist so einer. Ja, du hast mich gefangen. Ich wollte nämlich eigentlich hier diesen Buff ausnutzen. Ein Senior Scribe. Ach, den habe ich erschossen, richtig. Ich erinnere mich, ja. Hier wieder ein Gunner. Okay. Da bin ich oben auf der anderen Seite. Das wird hier ein Supply Closet sein, gehe ich von aus. Wo ich sogar rankomme. Ja. Super. Dann gibt es ja nur einen Weg. Tiefer, tiefer, tiefer. Ein Bett habe ich jetzt nicht gesehen. Das wäre vielleicht nochmal ganz gut. Ich warte noch auf den Moment, wo wirklich hier... ja, da gehe ich nicht raus. Wo wirklich... die Bruderschaft in voller Kraft kommt. Nochmal. Nochmal mehr Ressourcen. Got it. Got it, genau. Medex, Mentats und mehr Duct Tape. Ich habe schon so viel Duct Tape. Doch. Schlafsäcke, super. Hat sich doch gelohnt, hier reinzukommen. Und immer schön nach technischen Dokumenten gucken. Leider keins da. Okay, kurze
Mini-Rast. Ja, immer noch nur müde. Müde ist Stufe 2. Ich glaube Stufe 2. Aber was ist dann Stufe 1? Ich glaube nach Tired kommt Overtired. Nach Overtired kommt Weary und dann kommt Exhausted. Und Exhausted ist schlimm. So, Licht aus. Sparen mal ein bisschen Strom. Oh, macht schon das Licht an. Gut. Auf die Knie. Da unten könnte jetzt alles Mögliche passieren. Hallo, Bruderschaft. Gebt mir den Beryllium Agitator. Welche Bruderschaft überhaupt, ja. Aber ich glaube, hier sind Sentry-Bots. Mein Gehirn sagt, pass auf, hier sind Sentry-Bots. Und zwar keine einfachen Sentry-Bots. Ich werde mal diesen Terminal hier hacken. Ja, super. Cross, erster Versuch. Protectrons, wir nehmen natürlich Law Enforcement. Und wir aktivieren sie. So, dann gucken wir die Mails uns an. An das Reaktor-Team von dem Herrn Chandridge, der Research Lead. Today we embark on a new frontier. Once the switch on the reactor is thrown and the beryllium agitator cold starts, the fusion reaction, the reality of clean power, nuclear energy will be upon us all. As the research lead of the project, I'd like to thank you all for contributing to the cause. Good luck and Godspeed. Leicht vorgelesen, als wäre ich ein Ausländer. Das ist meine erste Sprache. Tamash, was ist das denn hier? Also es geht an irgendwen und es kommt auch von diesem Forb. Ist das ein Terminal, den haben mehrere Leute benutzt? Schreibt ihr von der Gruppen-E-Mail? Okay. Warte mal. Ach, das ging an alle. Ja. Und das ging jetzt nur an die Leute, die... Einer von den dreien wird zu diesem Terminal gehören. Tamash reaches into his pouch and sprinkles his... Was? His... Communing dust in a circle around himself. He closes his eyes and calls upon the knowledge of Diliciaga. Diligasa, Sage of the Ages, show me what my eyes can't see. Habt ihr hier so Rollenspiele gespielt? Tamash stops casting and switches to his staff of brilliant sunlight. He incants the words and raises the staff high over his head to illuminate the room. He proudly yells aloud, Dark foe, prepare to be revealed. Tamash drops the staff, reaches into his left front pocket and pulls out a pinch of sulfur powder. He incants the flame blaze spell and blows into the pile of powder towards the beast. If it works, the thing has to make a -5 fire check. Powering up, Protectron on duty. Komm, Tamash. Move along, citizen. I will move along, okay, das ist aber nicht in die Richtung. So, Licht aus. Ja, diese Tür hier, die macht mir Angst. Immer wenn so Türen nicht öffnbar, nicht hackbar sind, können da böse Dinge rauskommen. Gucken wir aber erstmal alles, was offen zugänglich ist, uns an. Ein Fedora, der hat +1 Glück. Ich nehme den einfach mal mit. Hier haben wir eine Hazmat-Suit. Die werde ich brauchen. Weil ich keine Rüstung mitgenommen habe, keine Power-Arme. Hier liegen relativ wenig Leichen. Das war ein richtig gutes First Aid Pack. Ja, mal sehen. Kann ich hier den Terminal? Nein, mit dem Terminal kann ich nichts anfangen. Das ist aber schade. Ja, auch die Türen hier gefallen mir nicht. Ich sollte hier rein. Da ist der Beryllium Agitator. Die ganze Gegend da drinne? Was ist denn, wenn ich Minen lege? Aber wohin? Wie komme ich da rein? Okay. Über diesen Weg komme ich da rein. Habe ich denn Minen aufgehoben? Ich glaube, ich habe eine Mine oder so. Lass mal erstmal all die Waffen fallen. Gerade wenn ich
mich umziehe. Ja, Military Cap, Road Levers, Helmet. Ja, der hat plus 1 Glück, den behalten wir deswegen mal. Im Moment habe ich ja den hier an. Warum eigentlich? Perception, das bringt doch gar nichts. Das werden wir austauschen. Entweder gegen den Charisma-Helm oder gegen, ja, oder gegen den Glückshelm hier. Ah, MacCready habe ich umgezogen. Ich glaube, seinen Military Duster sollte ich behalten. Der könnte sonst böse werden. So, aber warum waren wir eigentlich hier? Ich wollte mal gucken, ob ich eine Mine habe. Ja, ich habe eine Mine. Klack, klack. Legen wir mal eine Mine dahin. Alternativen? Gibt's nicht. Nee, okay. Ah, hier hinten ist noch was. Ein Analysts Terminal, noch eine Hazmat Suit. Und ein Master Lock Safe. Okay. Nuka-Cola kann man auch mal mitnehmen. Ich denke mal, damit kann man den Protektron rauslassen hier. Vielleicht kann man aber auch den Safe damit öffnen. Okay, also es ist schon mal nicht das C an der vierten Stelle. Times würde auch passen. Ja, okay, scheiße. Jetzt habe ich bald nichts mehr. Okay, dann ist aber die linke Seite schon mal gemacht. Dann heißt es jetzt Klammern finden. Linke Seite ist gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wir haben 5. Jetzt haben wir nur noch 4. Jetzt sollte ich eigentlich durch pures Raten auf der rechten Seite das Problem lösen können. 1, 2, 3, 4. Tatsache, ja. So macht man das. So, aktivieren wir dich auch. Okay, du bist hoffentlich Law Enforcement. Kann man ja jetzt noch ändern, ne? Ja. Dann will ich den Safe aufmachen, auf jeden Fall. Und schauen wir mal, ob hier auch Rollenspiel-E-Mails rangekommen sind. Okay, das ist die E-Mail an das Reaktor-Team. Ah, hier geht die Rollenspielgeschichte weiter. After dispatching the goblins, you enter a large chamber. The room is moist, dark and reeks of awful. Was ist awful? Shadow Fiend. You feel as though a thousand eyes are staring at you from the darkness, but your dark vision reveals nothing. Gendar, you notice that your sword is giving off a faint shimmer. Tamash, your spirit guardian, whispers words of warning to you that something otherworldly is here. Der Game Master. Tamash, something is preventing your summoning ritual from completing. All you feel is the cold touch of something dark, primeval, creeping up your spine. You decide that rather than risk angering it further, you should cease casting. Shadow Fiend, you think you see something slithering across the ceiling above Gundar. Shadow Fiend, your daggers harmlessly strike the cold stone of the ceiling as they seemingly pass through the shadowy serpent-like form. Tamash, your staff would normally fill the chamber with pure sunlight, but something is preventing the magic from reaching its full potential. All you can manage is enough light to barely illuminate the room. Gundar, your sword cleaves air as your blade passes through the enemy unharmed. Ah, spannend. Nein, ich habe Missiles aufgehoben. Geh mir aus dem Weg, ich will hier Geld looten. So, ah ja, hier die Waffen... Sind die... Ach, die sind... Okay, ich habe die auf der Treppe runtergeworfen und die Hälfte ist einfach runtergefallen. Ja, okay, macht Sinn. Ja, ich glaube, diese Kampagne wird nie wieder beendet, nicht mehr beendet werden hier. Hier haben wir viel Red X, okay. Red X ist schon mal gut. Okay, ich sollte mein Hazmat-Suit anziehen. Beides gleich gut, beides gleich gut. Ja, ich verdiene nur das Biocom-Mesh. Decontamination complete. You may proceed. Hier sollte man sich, glaube ich, nicht allzu lange aufhalten. Einfach, okay, ist gar nicht so schlimm. Minus 1, also weniger als 1. Zack, zack. And I take it. Wunderschön, Questgegenstand. Security alert in the reactor chamber. Emergency lockdown initiated. So.
Ich habe noch keine Gegner gesehen. Keine Sentry-Bots. Bist du jetzt nicht mehr mein Freund? So, dann cyclen wir das mal wieder hin und her. Das war jetzt echt harmlos. Zieh mal wieder Helm. Helm und Mütze an. Nein, Mütze und Klamotten. Okay, den habe ich zumindest ein bisschen verärgert. Fangen wir mit einem Crit bei dir an. Dann schieße ich auf meinen Protektron. Vielleicht Freund. Weiß ich nicht. Um mehr Schaden zu machen. Dann auf das Ding da oben. Und dann kommen wir zurück zu meinem Sentry-Freund mit einem Crit. Okay, das hat noch nicht gereicht. Noch ein Crit, komm. Und weg von ihm. Doppelte Explosion. Einmal, weil er ein Sentry-Bot war und einmal, weil er ein legendärer Roboter war. So, da hinten geht's weiter. Da kommt ein Assaultron. Aber kein starker Assaultron, okay. Wobei Assaultrons sind hauptsächlich gefährlich, wie diese Gunner-Kommandos, die wir jetzt einmal gesehen hatten. Wenn sie unsichtbar sind. Weil Assaultrons haben halt nicht viele Lebenspunkte und auch nicht unbedingt die besten Resistenzen. Okay, da oben. Also ich hätte die Roboter nicht unbedingt. Oh mein Gott. Ich wette hier. Ja, eine explosive Combat Rifle. Besser wäre nur noch eine explosive Combat Shotgun gewesen. Auf so einen Drop warte ich noch, weil dann ist das Spiel doppelt und dreifach vorbei. Attention. Fugitive should be considered. Do not make any further escape attempts. Mach ich nicht. Hör auf zu schießen. Ich bleib hier. Tja, ich hätte dich nicht aktivieren dürfen. Lockdown ended. Ja, alle Leute umgebracht. Da ist der Lockdown vorbei. Schade. Vielleicht wäre hier auf dem Attendance Terminal noch ein Spieler von dem Rollenspiel. Steigert meine Crits auf jeden Fall. Jetzt habe ich wieder fast den dritten. Also den vierten. Oder wie viele Crits auch immer ich habe. Ich habe ja mehr, als man brauchen kann. So, damit haben wir den Beryllium Agitator. Da müssen wir nur noch rauskommen. Das ist alles. Bing. Hallo. Intruder Alert. Hi! Oh, legendärer Synth. Dann soll ich eigentlich gar nicht helfen. Nee, ich soll den sterben lassen. Jetzt kann ich helfen. Fusion Core. Schieß mal auf den Fusion Core. Explodierst du dann? Du hattest Sprinter Armor, okay. Könnt ihr mal. Ich kann euch kaum erkennen. Du bist aber auf jeden Fall Bruderschaft. Gewesen. Dann. Ist da noch einer? Du bist in der Unterzahl. Oh oh. Aufs Bein. Was hast du da in der Hand? Ach, das ist ein Synth, der da vor dir steht. Ich dachte schon, was ist das für eine Waffe, die du da hast? Okay, Beine sind anscheinend das, was man am besten trifft bei euch. Ja, für Elder Maxen, ganz genau. Hey. Hey, fangen wir mit dir an. Und machen mit dir weiter. Du bist ein Synth-Freund. Okay. Ich wollte schon sagen, wir haben alles geschafft.
Ah, man, da ist noch jemand im Aufzug. Mach den fertig. Destruction of fellow suit verified. Damn it! Taking fire. The victim of violence. Oh, du bist legendär. Regrettable occurrence. Weg von der Leiche, die ist mir. Scanning unknown identity. Okay, was haben wir hier? Ja, ein Revolutionary Sword. Du hattest auf jeden Fall Stil. Da liegt ein Stück Synth. Scanning. Subject identified. Ja. Und ich werde dich gleich auch mal identifizieren hier. So, eine Hazmat Suit. Ach nee, komm, wir nehmen die beide mit. Ich kann die Leute anziehen. Ja, ich denke immer so kurz. Ist immer so kurz gedacht. Genau wie das Revolutionary Sword. Das kann ich auch jemandem anziehen. Und dann wird's gut. Dann wird's cool. So, du hast einen Holotag? Ja, ich hätte vielleicht erst die Leute erschießen sollen und dann looten. Noch eine Laser Rifle. Du hast auch all die Sachen noch. Oh, wir werden wieder Fusion Cells haben ohne Ende. Na, hallo. Dich habe ich schon gelootet. Das ist also die Bruderschaft hier. Akrobat-Zeug. Ah, langsam. Okay. Das ist echt schade, ne? Exploding Combat Rifle, ja. Also vielleicht ist dann das Fernziel, doch noch automatische Waffen zu lernen. Weil automatische Waffen, da könnte man aus der Combat Rifle halt eine schnellfeuernde Waffe machen und hätte quasi auch noch eine geile Waffe, ja. Das wäre dann wie Spray and Pray oder wie die Waffe. Es gibt noch eine Explosivwaffe in Nuka World, glaube ich, oder in Verhaber. Ja doch, in Verhaber, die Kiloton Radeon Rifle. So, was haben wir hier? Der Mars Fusion Employee Store ist open now. Nee, nicht wirklich. Ich warte hier auf D&D, auf Dungeons and Dragons Mails. Attention all employees. Due to the unfortunate sit-in protest in the main lobby by members of the public, new security measures have been implemented immediately. Please be sure to carry your ID card on you at all times and stay within your designated areas. Do not exit the building using any door other than those designated as standard exits. Do not provide anyone with your login password or the use of your terminal. Any deviation from these restrictions will result in immediate termination of your position at Mars Fusion. All employees are invited to our komischen Weihnachtsfeier. We do not have to read this again. I do not think so. So, hello. Yes, here I was again. Nein, ich kann nicht reden. Was ist das für ein Terminal? Und warum habe ich den noch nicht gehackt? Zone. Nein. Dann ist es Loan auch nicht. Ask könnte es natürlich sein. One sieht verdächtig so aus wie Zone, aber hat eigentlich keinen Buchstaben an der gleichen Position gemein. Jetzt geht das schon wieder los hier. Aber linke Seite ist wieder erledigt und ich finde keine... Doch. Trice Reset, super. Es gibt meistens ja nur ein Trice Reset. Das heißt, die anderen sind meistens dann Duds alle, also Dud Removals. Dann sollte ich die wieder alle versuchen zu finden. Bevor es zu spät ist. Ich wüsste gerne, wer sich dieses Spiel hier ausgedacht hat. Das ist ja jetzt so ein Standardspiel, was eigentlich in jedem Fallout seit Fallout 3 drin ist. Also müsste es ja seit Fallout 3 existieren. Ich meine, in Fallout 2 gab es sowas noch nicht. So, jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Worte wieder. Once hatte eine Likeness. Once. Also Hope würde nicht passen. Dann rate ich jetzt einfach alle anderen. Man. Genau, hat auch funktioniert. Turrets machen wir so mal aktiv. Keine Ahnung, was das tut. Protektron schalten wir auch aktiv. Zwei Units, vielleicht kann ich die erschießen, das bringt nochmal XP.
Das sind wieder die Sit-In-Protests und das ist die Security-E-Mail. Please inform your security officers that Dr. Noel Chandro, anderer Name, is no longer welcome at Mars Fusion property. If he's seen within 100 yards of the building, please inform me immediately. Powering up. Protectron on duty. Ja, hier hab ich Stress angefangen. Attention, this is now a combat zone. You may suffer harm up to and including death if you remain in this area. Die armen Sims, die keine Fernkampfwaffen hatten. Hey! Das kannst du nicht machen. Ich hab dich angeschaltet. Aber die XP war sowas von wert. Hey! Hey! Synths sind echt nicht effizient. Okay, hast du ihn umgebracht. Das war ein Protectron Watcher. Gut, was sagt denn jetzt eigentlich hier meine Aufgabe? Die sagt bestimmt Exit Mass Fusion, ja. Kann ich das denn hier über Beamen machen? Nee, kann ich nicht. Also ich muss tatsächlich hier hinten rausgehen, okay. Auf in den Financial District. Hier könnte ja jetzt noch Bruderschaft sein. Ich hoffe nicht. Ich dachte, ich würde einfach so weggebeamt. Nachdem ich fertig bin. Speak with Ellie Fillmore. Okay, vielleicht wenn ich sie dabei gehabt hätte, wäre das anders gelaufen. Gibt's hier etwas, was ich machen will? Nö, oder? Die Railroad, die braucht von mir kein Update. Ich habe ja eigentlich jetzt nichts Neues gemacht. Ich bin ja noch mitten in der Institut-Quest. Und wir sind kurz vor Level 93, also das wird jetzt noch was. Und mit Level 93 bekomme ich dann ja auch Heavy Gunner 5. So, Ellie Fillmore ist Advanced Systems, würde ich sagen, vielleicht. Ja, ist sie. Ha, ich kenne mich hier schon aus. Ich könnte hier anfangen zu arbeiten. Als was? Hausmeister? Nein, Chef. Hey, Ellie. The Institute is my life. I hope it'll be yours too. Ich hab Hunger. Dr. Fillmore. Well, I see you managed on your own. I won't lie. I was a little nervous you wouldn't pull it off. Seems I needn't have worried. I'll make sure the agitator gets where it needs to go. I understand Father is anxious to get you involved in something else. You'd better not keep him waiting. Oh, ganz knapp. Ich brauch so viel XP. Das ist ja unglaublich. Aber da sieht man es. Diese Hauptquest hat 700 XP gebracht. Gut, ich glaube, ich habe während ihr... Oh, und da... Pinned, started. Und XP dafür gekriegt. Speak to Father. Okay. Ich kriege viel XP, aber ein Monster mit dem Idiot Savant Proc. I need to check in with Sean. Ein Monster, das ich töte mit dem Idiot Savant Proc, bringt im Prinzip so viel wie eine Quest hier. Also ist Glowing Sea eine gute Strategie gewesen. Und ich sollte auf jeden Fall, wenn da die Monster nochmal respawnen... Oh, du bist das Kind von ihr! Was? Sounds like we're in trouble? Bioscience? Dr. Oberlin needs you right away? Sage ich? Zu wem? Mit wem bin ich im Dialog? Was geht hier vor sich? If you're looking for my mom or dad, they're probably still working. A house divided, okay. Ich habe jetzt schon Eingebungen der psychischen Art. So, das ist nicht mein Sohn hier. Wie viel Charisma habe ich eigentlich gerade? Nicht, dass ich wieder hier irgendwie schwer beeinträchtigt bin durch irgendwas. Nö, es geht eigentlich. Your presence here is a great gift. Not just a father. Weil es gibt hier natürlich auch erste Unzufriedenheiten damit, dass ich der Direktor des Instituts werden soll. Wer redet hier immer mit mir? Ich höre Stimmen. Ich glaube, ich bin echt schlecht als Direktor. Aha, hier bin ich richtig.
Maybe a citizen expressing any controversial views. Why? Is something wrong? No. We're just taking precautionary measures in light of some recent situations. Okay. Du sprichst mit jemandem da oben, oder wie? Please be sure to report it immediately. Of course. Thank you. Keine Ahnung. Alles ein bisschen spooky hier. Okay. Yes, thank you. Hey, Dad. I think that will be all for also, mein Sohn. But I haven't quite finished. I believe we're done now. Thank you. Yes, sir. Thank you. I understand mass fusion was a success, despite interference from the Brotherhood of Steel. We handled them just fine. That's what Dr. Fillmore reported. I'm quite pleased at the results. Would have been a terrible setback to lose that technology to those savages. The Brotherhood's intervention must be placed in a larger context, however, given their penchant for hoarding technology. Future conflict with them is guaranteed. We are, after all, keepers of the most advanced technology in the Commonwealth, if not beyond. It also cannot go unnoticed that there were concerns within the Institute about your allegiances. I, of course, never doubted your commitment to our cause. But by directly confronting the Brotherhood, I think you've put some others at ease. I'm proud of you. Regardless, the Brotherhood is an issue for the future. And we must focus on the present. And look at me, rambling on like the old man I am. I'm wasting time. You're needed elsewhere at once. Tja, ja. Die Bruderschaft ist ziemlich dringend für mich, weil die werden ja mich besuchen wollen. Und ich habe ziemlich viele Siedlungen, die sie angreifen könnten. Do you need more parts for the reactor? I could have gotten them while I was out. No, this is a different matter. Hopefully one that does not put anyone at risk. This situation, I'm afraid, is something of your creation, however unintentional. Okay, was meinst du? What do you mean by that? What's happened? Well, while you were assisting Dr. Fillmore, a second team was sent out to invite someone from the Commonwealth to join the Institute. Apparently, there was some miscommunication. And this individual called for help, which arrived in the form of your Minutemen. My understanding is that no shots have been fired. I would like it to stay that way. I need you to go there and speak to your Minutemen gathered outside. Insist that they stand down at once. Dr. Thompson is on site, and he will be your primary contact. I know you can resolve this situation. But it is of paramount importance that this special individual be brought to the Institute immediately. Okay, und hier kann ich nur fragen und gehen. Ihr könnt nicht mal jemanden ordentlich shanghaien. Shanghaien ist mein Lieblingswort, ich musste das... Why all this effort? What's so special about this person? Mr. Wallace? Despite a lack of formal training, our surveillance has shown he has incredible intellect. With his help, we may be able to drastically speed up work on the reactor. Take good care of yourself. Okay, das ist leicht unrealistisch, würde ich mal sagen, aber hey. Er ist sehr schlau, das heißt, er kann theoretische Physik in einem Wochenende lernen. Er braucht da kein Grundstudium für und auch keine Vertiefung. Der macht das alles so. So, wir haben zwei Quests. House Divided, das ist hier innerhalb... Also was... Warte mal, wir gucken erstmal, was das hier ist. Wo ist denn der Typ? Der ist hier bei Grey Garden. Okay, da habe ich sowieso einiges an Zeug liegen. Könnte ich nochmal hingehen? Müssen wir jetzt hingehen. Dann habe ich hier A House Divided. Something is going on in Bioscience. Dr. Oberly needs to speak to me right away. I have a variety of items that should prove useful in your surface missions. Let's see what you got. Vielleicht hast du Bier? Nee, aber du hast hier sowas. Synth-Armor. Sneaking und Increased Action Point, tralala. Was habe ich denn an? Mensch, ich könnte die Sachen hier verkaufen. Wobei Akrobat natürlich, wenn ich zwei davon habe, schon cool ist. Verkaufen wir das Akrobat-Ding mal nicht. Ich wollte gucken. Mark 3, rechter Arm. Rechter Arm habe ich Wets Enhanced, das gebe ich nicht her, ist auch schon Sinn von Light. Chest gebe ich wahrscheinlich nicht her, weil Sentinel ist Sentinel und Sentinel ist großartig. Du kannst allerdings von mir
Munition haben. Ich glaube, den Rest behalte ich. So, ich wollte essen. Ja, essen, trinken, all die guten Dinge. Und dann gehen wir schnell das Bioscience-Ding klären. Das sollte auch nicht kompliziert werden, denn ich habe ja Charisma. Und im Notfall... Nee, ich habe immer noch kein Bier. Kein normales Bier. Das muss also ohne Bier gehen. Ja, das muss ohne Bier gehen. In Dirty Wastelander trinke ich nicht dafür. For goodness sake, be reasonable. I know you can hear me, now open this door. What's the use? In all my years, I've never seen anything like this. The sheer impertinence of it. What's going on? Dr. Higgs and Dr. Loken have decided to protest your appointment as father's successor. They've taken control of the bioscience security systems and cut off our food supply. Also sie haben... Sie greifen uns an. Wir müssen sie zurück angreifen. Sie müssen sterben. Have they made any demands? Not yet. But I expect they'll demand that you renounce all ties to the Institute. Hm, die könnten ihren Wunsch bekommen. Maybe I can reason with them. I believe I can help with that. I can unlock the maintenance tunnel that leads to the bioscience observation room. From there, you should be able to communicate with Higgs and Loken. If you can't reason with them, you can use this holotape to access the command functions on the observation room terminal. That should give you some options. Just please, try to talk to them first. Use violence only as a last resort. Ja, da kann ich mich gleich mal den Leuten vorstellen. Ich sollte eigentlich dankbar sein, dass sie mir diese Chance geben, die Rebellion niederzuschlagen und zu beweisen, entweder, dass ich ein harter Knochen bin und hier keine Scheiße fresse von irgendwem, indem ich sie umbringe. Was ist los? Habt ihr mich jetzt wirklich angegriffen? Das wusste ich nicht, dass das passieren würde. Jetzt habe ich ja auch tatsächlich einen Grund, euch umzubringen. Das war doch ein Turret. Schön, dass selbst die Turrets hier diese blauen Schüsse schießen. Rausgucken. Direkt ins Barrel. In den Lauf. So. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht Streit mit dem Institut angefangen. Nee, oder? Aha. I thought I heard something. Made it past the guards, hm? Impressive. Du hast versucht, mich umzubringen. Lawrence. If you've come to change our minds, then you're wasting your time. I know you're angry, but there's a better way to handle this. Oh, you're wrong. You see, I've tried talking. For years, I've suggested that we do things differently here, but nobody listens. Let's see if anyone can afford to ignore me now. Uh-oh. Okay, roter Speech Check. Drück die Daumen. Father believes in me. The least you can do is give me a chance. How could you hope to lead us when you hardly know anything about what we do? I'm sure you mean well. But you must see that it's an impossible task. You'd rather everyone fight over the job? Is that what's best for the Institute? I agree that the transition will be chaotic. But eventually, a leader will emerge from that chaos. Then, things will return to normal, and the work will resume. Tja, also wenn es ums Kämpfen geht, dann würde wahrscheinlich hier... ich würde da rauskommen. Can't you at least give me a chance? A chance? What do you think, Max? Even the most fastidious researcher must sometimes take a leap of faith. I say let's give it a try. Very well, then. Open the door and let's return to the fold. Synths, abort command override and resume normal functions. Ich sollte mit dem Synth Retention Büro reden. So, ist das jetzt... Ach, du machst jetzt ganz langsam die Tür auf, oder was?
Meine Güte, ich habe nicht ewig Zeit. Hiermit könnte ich die Tür selbst aufmachen, reingehen, alle erschießen. Aber das wäre natürlich die nicht so diplomatische Lösung. Wobei es absolut gerechtfertigt wäre, nachdem ich hier angegriffen wurde. Das hatte ich komplett vergessen, dass das passiert. Aha. Jetzt kann ich hier rein. So, du bist jetzt auch kein... Ja. All systems nominal. Okay. Newton ist ja dann wahrscheinlich in der Richtung. I honestly thought Dr. Lee or Dr. Holdren would be appointed to succeed Father. Ja, ich hätte auch nicht erwartet, dass ich das bin. Aber Dr. Lee hat uns an die Bruderschaft verraten. You have a lot to learn, if you're really going to be the next director of the Institute. Ja, und du hast das über Insubordination zu lernen. Bravo! I admit, I was fearing for the worst. But I can see that I underestimated you. Ja, super. I'm just glad they listened to reason. Indeed. There is one further matter to discuss. Obviously, some kind of disciplinary action must be taken here. The question of what form it takes is up to you. Ooh, sie müssen sterben. Oh. Also, was kann man machen? Ich könnte ihnen ein paar Ressourcen geben und sie wegwerfen. Also, ja, wegwerfen, verbannen aus dem Institut. Interessant. Ich könnte sie einfach wieder zurücknehmen. Von wegen, ja, war ein Kinderstreich. Oder sie haben unser Essen angegriffen. Sie wollten uns hungern lassen. Sie müssen sterben. Und da das XP bringt und ich ein Arschloch bin. They were prepared to let everyone starve to death. They have to die. I understand. I'll make the necessary arrangements. Though it saddens me to do so. I'll see that the mess in hydroponics is cleaned up. I suppose I should also make the funeral arrangements. Well, there's much to do, so I'll get about it. In the meantime, I'm sure everyone will be relieved that this is over. Ach ja. Ah, ich fühl mich wie ein Römer. Ich habe das durch Gespräche geklärt, ich war vernünftig und habe die Leute überzeugt und danach lasse ich sie umbringen. Ah, ja, das ist so, ich fühle mich so ein bisschen wie... Es gab eine Fernsehserie, die hat das ganz gut gemacht. Ich glaube, Rome hieß die einfach nur. War mit Caesar und Mark Antony. Also Marcus Aurelius, glaube ich. Heißt das so? Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall war das gut. Da sind ähnliche Dinge passiert, wie das Dezimieren zum Beispiel. Da waren junge Adlige, die in ihrem ersten Feldzug waren. Und sie hatten die erste Schlacht halt verloren, haben das vorher nicht fürchterlich ernst genommen. Und dann waren sie beim Dezimieren mit dabei. Und haben die falschen Tonstücke gezogen, zumindest einer von denen. Und der wurde dann so von seinen Kameraden umgebracht. Was für alle Beteiligten sehr schrecklich war. Und das hat mich, das habe ich nicht vergessen irgendwie. Obwohl es nur eine Fernsehsendung war. War einfach sehr spannend. Die haben das danach sehr ernst genommen. Und da hat man so ein bisschen gesehen, oder habe ich ein bisschen gesehen, wie das funktionieren kann. Und ach, du hast es geschafft. Du bist wieder oben. Ach, sei still. Damit haben wir es nach Heimgans Ende geschafft. Die Bruderschaft ist unser Feind. Ich muss eine dieser Rüstungen, wahrscheinlich die von Paladin Dance, soweit fertig machen, dass wir die Bruderschaft besiegen können. Denn das wird jetzt demnächst Thema werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.